Sind alle Optionshändler jetzt pleite? Das war die Frage vor kurzem in unserer Facebook-Gruppe und deswegen will ich das Thema heute mal ein bisschen aufgreifen. Das heißt, wir sprechen heute mal darüber, wie ist denn in so einer Marktsituation wie jetzt die Stimmung in solchen Gruppen, wie ist die Stimmung auf Social Media und sind jetzt eigentlich alle Optionshändler pleite? Wenn ihr das wissen wollt, jetzt hier im Video. Ihr habt es ja vielleicht selbst schon mitbekommen, wenn die Stimmung so wie jetzt gerade ist, also das heißt, wenn die Märkte wahnsinnig volatil sind, wenn es schnell nach unten geht, schnell nach oben geht, keiner so richtig weiß, was passiert, die Volatilität explodiert, der VIX war ja immerhin jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das Ganze aufnehmen, hier schon bei über 60, dann gehen natürlich auch die Stimmung im Social Media einfach so ein bisschen hoch. Ne? Das heißt also, da wird viel kommentiert unter YouTube-Kommentaren, da wird wahnsinnig viel kommentiert, natürlich in diversen Facebook-Gruppen. Und bevor ich auf das Thema eingehe, sind jetzt alle Optionshändler pleite, vielleicht mal eins vorweg. Ich mache das Ganze ja jetzt schon ein paar Jahre. Und wir haben ja auch eine sehr, sehr große Gruppe auf Facebook, die Optionshändler. Und da bist du ja vielleicht auch Mitglied, also es sind glaube ich 5000 Mitglieder mittlerweile. Und da habe ich natürlich in den letzten Jahren schon ganz, ganz viel erlebt. Das heißt, ich habe natürlich viele Stimmungen auch erlebt. Im Laufe der Zeit bin ich da relativ ruhig geworden. Das heißt, ich kann über vieles einfach nur lächeln. Aber ihr müsst ganz einfach Folgendes verstehen. Immer wenn sowas passiert wie jetzt, tauchen ganz bestimmte Zeitgenossen auf. Ne? Und zwar zum einen sind das diejenigen, die euch dann erzählen, dass sie jetzt gerade den Deal ihres Lebens gemacht haben. Also das heißt, das habe ich schon so oft gelesen, dass dann irgendwelche Leute kommen und das ist alles, was die sagen, ist immer gleich. Ne? Also wer jetzt in den letzten 14 Tagen sein Konto nicht verdoppelt hat, hat überhaupt keine Ahnung. Ich mache das schon seit 20 Jahren. Und also das wird dann so gesagt. Ne? Und ja, mit den Strategien, die hier so besprochen werden, kann man kein Geld verdienen. Du musst schon wissen, wie es die Profis machen. Bla, bla, bla. Das taucht in der einen oder anderen Form immer wieder auf. Ne? Und das sind halt solche Selbstdarsteller. Und für mich ist das extrem viel heiße Luft, was da verbreitet wird. Warum? Wenn jemand wirklich so extrem erfahren ist, ne? Wenn jemand wirklich so wahnsinnig viel Ahnung hat, und wahrscheinlich gibt es Leute, die haben in den letzten 14 Tagen unheimlich viel Geld verdient, weil sie eben im kurzfristigen Trading sind, weil sie mit der Volatilität gut umgehen können und ja klar haben, die viel Geld verdienen. Wenn jemand aber so ist, ne, wenn jemand viel Geld verdient und das vor allen Dingen auch schon eine gewisse Zeit macht, dann hat der eine Eigenschaft nie. Und das ist Gehässigkeit. Ne? Also sich so über andere lustig machen, auf andere so zeigen, ja, guckt mal ihr mit euren Strategien, bla 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 und so. Ne? Das kommt nie von Leuten, die wirklich was auf der Kirsche haben, sondern die sind in der Regel relativ gechillt. Warum? Weil die wissen, es geht auch mal anders. Ne? Also die wissen, es gibt so Zeiten, wo man wahnsinnig viel Geld verdient und dann gibt es aber auch mal Zeiten, wo man bei jedem, egal was er von der Handelsstrategie hat, wo man nicht so viel Geld verdient. Und wenn du das seit 20 Jahren machst oder was dann immer so erzählt wird von vielen, dann weißt du, dass es keinerlei Grund gibt, über andere herzuziehen, auf andere zu zeigen und zu sagen, ich bin hier der große König. Ne? Also deswegen weiß ich, dass all das, was da jetzt gerade so viele von sich geben, dass das alles Blödsinn ist. Ne? So, jetzt lassen wir hier mal ganz kurz den Jan durchs Bild laufen. Jawohl. Okay, und machen weiter. Wir waren aber mit dem einen Thema jetzt auch durch. Also legt nicht so viel Wert auf das, was da jetzt gerade in diesen ganzen Foren erzählt wird. Ne? Die meisten, die sowas von sich geben, das sind alles Schlammhauer. Und also wie bei uns heißt das Schlammhauer. Und da ist wenig Substanz dahinter. Das heißt, wenn ihr jetzt euer Konto in den letzten 14 Tagen nicht verdoppelt habt, ne? Keine Sorge, ihr habt trotzdem nicht so viel falsch gemacht. Also wie gesagt, es gibt ein paar Leute, die das gemacht haben, aber es sind absolute Ausnahmen und die würden sich nicht auf diese Art und Weise in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder in Social Media äußern, sondern das wären relativ gechillte Leute. Okay, jetzt zu der eigentlichen Frage. Dann, was nämlich auch in solchen Gruppen dann immer mal auftaucht, das sind dann die Gehässigen. Ne? Das sind dann die dann auftauchen und wir hatten auch so einen Beitrag in unserer Facebook-Gruppe, wo jemand gesagt hat, na, das ist ja ganz schön still geworden bei diesen ganzen Covered-Put-Verkäufern. Ne? Mal abgesehen davon, dass es Cash-Secured-Put heißt, nicht Covered-Put. Ist das natürlich auch sowas, ja, was soll so eine Aussage? Ne? Also was ist das? Und ist aber ein schönes Thema, weil
Kann denn jemand, der jetzt sagt, okay, er verkauft zum Beispiel als Strategie Cash Secured Puts, kann der denn wirklich in so einer Marktphase wie jetzt pleite gehen? Theoretisch ja, na klar, theoretisch kann der pleite gehen, und zwar, wenn er es einfach übertreibt. Das heißt, wenn er jetzt sagt, okay, ich nutze meine Margin brutal aus, ich schreibe auf viel, viel mehr Aktien Cash Secured Puts, als ich eigentlich Geld im Depot habe. Aber Cash Secured Put heißt ja, wenn ich auf eine Coca-Cola bei 50 als Beispiel einen Put schreibe, dass ich dann bereit bin, die Aktie auch für 50 zu kaufen. Und da eine Option nun mal 100 Stück entspricht, muss ich halt 100 Stück kaufen. Das heißt, ich muss ganz einfach $5,000 einplanen. Klar, in einem Margin-Konto käme ich auch mit $2,000 hin. Aber wenn dann natürlich so eine Phase ist, wo jetzt, wo mir alles angedient wird oder wo mir viel angedient wird, dann ist das eben nicht so gut. Und deswegen empfehlen wir ja auch immer, wenn ihr Cash Secured Puts schreibt, dann habt auch das Geld in eurem Konto. Das heißt, wenn ihr für $5,000 euch Aktien andienen lasst, dann habt auch $5,000 in einem Konto. So, und kannst du denn daran pleite gehen jetzt? Ich wüsste nicht warum. Also wie soll denn das passieren? Du bekommst halt Aktien zu einem sehr niedrigen Preis. Das heißt, irgendwo hat man einen Hochpunkt. Jetzt ist die Aktie vielleicht 20-30% gefallen und irgendwo da bekommst du sie unter Umständen zugeteilt. Und warum solltest du dann pleite gehen? Wenn ich hier gerade bei mir im Handelsraum auf einige Cash Secured Puts schaue, dann habe ich zum Beispiel hier einen, der ist aktuell 932% im Minus. 932% im Minus. Das klingt jetzt erstmal dramatisch, aber was ist denn da passiert? Da ist gar nichts passiert. Der ist übrigens noch nicht mal am Strike. Das heißt also, ich würde die Aktien immer noch nicht zugeteilt bekommen. Das heißt, Stand heute, wenn heute Verfall wäre, würde dieser Put wertlos verfallen. Es dauert noch ein bisschen. Wir haben noch hier, immer mal gucken, 38 Tage. Und das heißt, was ist denn da jetzt eigentlich das Schlimme? Ich habe für mich ein Niveau herausgesucht, wo ich sage, an dem wäre ich bereit, diese Aktie zu kaufen. Und jetzt habe ich da an dieser Stelle einen Put geschrieben. So, jetzt ist die Aktie noch ein bisschen gefallen. Klar, weil ich habe ja auch aus dem Geld geschrieben. Deswegen ist es ja logisch, dass meine Option erstmal ins Minus läuft. Und natürlich ist die Vola wahnsinnig explodiert. Und jetzt liege ich mit meinem Put halt prozentual betrachtet sehr, sehr weit hinten. Aber es kann mir doch in dieser Situation eigentlich nur eine Sache passieren, nämlich entweder, oder zwei Sachen können passieren, entweder die Aktie geht jetzt wieder nach oben und mein Put verfällt am Ende wertlos, oder aber die Aktie fällt noch ein bisschen weiter, ist sie unterhalb meines Strike-Preises, ich bekomme die Aktie zugeteilt, naja, und dann ist es doch auch nichts anderes, als wenn ich die Aktie gekauft hätte. Bloß, ich habe eben noch eine Prämie bekommen über den Verkauf der Put-Optionen. Das heißt, ich stehe definitiv schon mal besser da als jemand, der die Aktie einfach so gekauft hat. Und was habe ich jetzt für ein Risiko? Das Risiko, was jeder hat, wenn er am Aktienmarkt ist, nämlich, dass nachdem ich die Aktie gekauft habe, ich habe sie halt über einen Put gekauft, dass die Aktie auf Null fällt. Also diese Aussage, wie kann denn ein Cash-Covered-Put-Verkäufer pleite gehen? Ja? Nochmal, es heißt Cash-Secured-Put, aber sei es drum. Die ist so dumm und so an den Haaren herbeigezogen, dass man einfach nur daran sieht, dass es Leute gibt, die wenig Ahnung von der Materie haben und dann, und das ist völlig normal in so einer Situation, ihren eigenen Frust, ihre eigenen Verluste, was auch immer, in solche Kommentare reinpacken müssen. Und wie gesagt, ich habe das schon so häufig erlebt, jetzt die letzten Jahre, dass ich eigentlich da nur milde darüber lächeln kann. Ich hätte mich noch vor 5 Jahren, vielleicht sogar noch vor 3 Jahren, auf Diskussionen mit solchen Leuten eingelassen. Ich hätte dann geschrieben, hey, da kann ich mittlerweile sehr, sehr entspannt darüber schauen. Ich habe eine Antwort geschrieben, das war okay. Jemand hat gesagt, sofort sperren. Ich habe gesagt, nein, warum soll man den sperren? Er hat sich dann selber gesperrt, er ist dann selber gegangen. Aber das Ding ist halt einfach, das Einzige, was ärgerlich an solchen Sachen ist, dass dann die neu sind im Geschäft, ne, die gerade anfangen, dass die dann durch solche Leute verwirrt werden. Und deswegen, wenn du jetzt relativ neu bist im Optionshandel, dann lass dich von solchen Schwätzern nicht von deinem Plan abbringen, mach da einfach weiter und dann bist du auch, wenn du so alt bist wie ich, dann bist du dann auch so entspannt. Wenn du jetzt 20 bist, okay, sorry, dann dauert es halt noch ein paar Jahre. Aber wie gesagt, lass dich da nicht aus der Fasson bringen, lass dich da nicht aus der Ruhe bringen, mach da einfach weiter. Und wenn du einen Plan hast und der Plan beim Cash Secured Put ist,
entweder A, ich bekomme die Prämie oder B, ich bekomme die Prämie plus die Aktie zu einem günstigeren Preis. Naja, was soll da eigentlich, was soll da das große Risiko sein? Außer das ganz übliche, ganz normale Risiko, was halt jeder am Aktienmarkt hat. Die Aktie kann halt, auch nachdem du sie zugeteilt bekommen hast, noch 20-30% fallen. Sie können theoretisch auf Null fallen, also noch 100%. Aber so ist es nun mal. Ja? Okay, wir sehen uns wieder nächste Woche bei einem neuen Video. Und noch an der Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis. Buch hier. Erste Auflage komplett ausverkauft. Das heißt, ihr müsst ein bisschen warten, bis ihr, also ihr könnt es immer noch bestellen, wenn ihr es von mir haben wollt. Dauert auch ein paar Tage, bis die zweite Auflage jetzt gedruckt wird. Und ansonsten, wenn ihr sagt, ah, ich will das mit den Optionen, ich will das mit den Aktien, ich will das Ganze drumherum jetzt mal professioneller angehen, wie kann ich denn gerade in so einer Phase, die jetzt ist, ne, da ist es doch gut, wenn man jemanden hat, der einen mal ein bisschen an die Hand nimmt, dann kommt zu uns in ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir schauen uns mal an, ob wir dir helfen können. Der Link ist hier unter dem Video www.jensraube.de/termin. Trag dich da ein und dann schauen wir mal, ob wir was für dich und mit dir machen können. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, dir alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.